Aber ich denke, weil wir momentan ein richtig gutes Gefühl haben, was unsere Leistung betrifft. Gerade in den letzten Wochen ja, hat das gestimmt und stimmt mich auch positiv, dass man in Leipzig was holen kann. Ich glaube, auch das Spiel am Wochenende gegen Frankfurt hat gezeigt, ja, dass wir eine Mannschaft, die vermeintlich besser ist, bespielen können, dass wir Chancen erarbeiten, Tore schießen können. Und ja, es geht für uns um alles, das wissen wir. Und deswegen ja, werden wir auch alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen. Ehrlich gesagt nicht, weil, ja, wenn man ehrlich ist, hatten wir in der Rückrunde schon viele solcher vermeintlichen Endspiele, wo es um sehr viel ging. Natürlich ist es jetzt auch mal eine ganz andere Nummer, weil man, ja, weil es das letzte Spiel ist, weil danach kann es eventuell vorbei sein. Ja, aber ich denke, wir haben bewiesen, dass wir mit dem Druck umgehen können. Und deswegen bin ich ja, da der ähnlichen Meinung wie der Trainer, dass so ein Trainingslager ja, da einfach gar nichts bringt, sondern wir den Ablauf, den wir haben, der uns erfolgreich gemacht hat, beibehalten. Ja, gut, man geht dann natürlich rein mit dem, dass man das Spiel gewinnen möchte und ja, dann nicht irgendwie auf Unentschieden spielt. Natürlich kann das im Verlauf des Spiels vorkommen, aber ja, ich denke, ja, dass man nicht so ins Spiel gehen sollte, dass man damit rechnet, dass Bochum verliert, sondern wir sollten zusehen, dass wir unser Spiel gewinnen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für die geht es auch darum, im Rhythmus zu bleiben, sich vernünftig von den Fans zu verabschieden. Von daher habe ich da jetzt nicht die Hoffnung, dass sie ein paar Prozent weniger geben. Aber das soll uns auch egal sein. Wir müssen auf uns konzentrieren und zusehen, ja, dass wir 100% auf den Platz bringen, damit wir sie schlagen können. Ja, ein extrem komisches Gefühl, weil ich ja, noch nie in meiner Karriere hatte, dass ich ein Spiel meiner eigenen Mannschaft gesehen habe im Stadion. Ja, aber man hat gesehen, ja, was die Arena ausmacht, ist ein anderes Gefühl, im Stadion zu sitzen, wie unten auf dem Platz zu stehen. Ja, wie die Fans uns gepusht haben, war beeindruckend, welche Stimmung im Stadion war. Aber natürlich trotzdem ein komisches Gefühl, wenn man nicht mithelfen kann. Ich habe es schnell abgehakt. Ich habe auch nicht mehr darüber nachgedacht, weil ich glaube nicht, dass es dumm von mir war, die gelbe Karte da zu holen. Das war ein Foul, was der Gegner auch clever macht. Und ja, es passiert, es gehört dazu. Deswegen ja, mache ich mir da keine großen Vorwürfe. Ja, also natürlich, also ich finde schon, weil das Gefühl, was wir momentan haben, wenn man sich ja, jetzt die Rückrunde anschaut, dann denkt man, oder hat man ja eigentlich ein anderes Gefühl, auch wie auf welchem Tabellenplatz wir stehen, weil wir sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Deswegen ist unser Selbstvertrauen auch sicherlich gerade gut höher. Ich glaube, wir haben jetzt auch wieder aus den letzten 4 Spielen 7 Punkte geholt. Ja, also die Form bei uns, die stimmt und deswegen glaube ich, ja, hat jeder einzelne Spieler bei uns ein gutes Gefühl und wir auch insgesamt als Mannschaft genug Selbstvertrauen, um in Leipzig auch bestehen zu können. Das Emotionalste war sicherlich der Elfmeter in Mainz, weil da auch extrem viel auf dem Spiel stand und man sich oder einem das in der Situation dann ja auch bewusst ist. Ja, wenn ich eins herausheben würde, dann wäre es das. Natürlich gibt uns das Kraft, auch jetzt sind wir wieder spät zurückgekommen. Das spricht für uns, das spricht für unseren Glauben, dass wir nie aufgeben. Und das gibt uns natürlich dann auch ja, jetzt fürs letzte Spiel, falls es ja, in der Schlussphase noch nicht gut für uns stehen sollte, dass wir weiterhin daran glauben können. Natürlich versucht man ihm aufzubauen, weil ich glaube, er derjenige ist, der sich am meisten darüber ärgert. Ist natürlich extrem bitter, aber da haut jetzt keiner großartig, ich hoffe, ihn drauf ein, weil es nichts bringt. Es gilt, ihn aufzubauen. Wir brauchen ihn noch und ja, ich denke, ja, man sollte jetzt nicht mehr so viel darüber sprechen. Ja,
gut, wir haben nur einen Trainer, wir spielen anderen Fußball. Und ja, wenn man Scope zusammenfassen muss, dann willst du wahrscheinlich so sagen, dass wir dadurch anderen Fußball spielen, der deutlich erfolgreicher ist. Kannst du den ein bisschen definieren, diesen anderen Fußball? Ja gut, wir spielen viel offensiver. Wir haben ein System, was wir ja jetzt über 20 Spiele oder weiß ich nicht wie lange wir jetzt schon unter Thomas Reis sind. Ein System, was wir haben, wo wir uns drin wohlfühlen. Das war in der Runde nicht so, da haben wir oft gewechselt, auf das Personal gewechselt. Und ja, wir haben einfach einen Rhythmus jetzt, der uns gut tut. Und ja, das führt dazu, dass man dann auch erfolgreich ist. Ja, natürlich fehlen da zwei wichtige Spieler, aber ja, das war jetzt gegen Frankfurt, haben auch ein, zwei Spieler gefehlt. Davor die Wochen war es auch so. Ich glaube, wir wissen damit umzugehen. Wir haben dann eben andere Jungs, die reinkommen, die es auch bisher immer gut gemacht haben, wenn sie gefragt worden sind. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen.